Hallo und herzlich willkommen hier an der friesischen Nordseeküste. Das ist der Ort, an dem ich geboren und aufgewachsen bin. Und das ist auch der Ort, an dem meine Erzählung Udo spielt, die im Bübel Verlag Berlin erschienen ist und die ich euch heute hier gerne vorstellen möchte. Noch ein ganz paar Worte zu diesem Ort hier. Wir sind in Schillighafen, ein noch relativ unberührter Ort, nicht allzu viele Touristen hier im Sommer. Und was ihn besonders auszeichnet, ist eben der enorm weite Blick aufs Meer, den man hier hat. Zu Udo, zu meiner Erzählung. Das Besondere an den Bübelbüchern ist ja, dass sie immer künstlerisch bebildert sind oder überhaupt bebildert sind, also dass Text und Illustration einen Dialog eingehen. Bei Udo ist es so, da habe ich selber Fotos gemacht, die auch an der Nordsee hier entstanden sind und die von Tanja Langer, meiner Verlegerin, bearbeitet in diesem Büchlein vorkommen. Das sieht dann so aus. Eine besondere Rolle in dieser Erzählung spielen diese Porzellanhunde, die man hier auf dem Titelbild sehen kann. Porzellanhunde sind nämlich hier an der Nordseeküste etwas ganz Besonderes. Sie stehen in vielen Fenstern der Häuser und Bauernhäuser im Besonderen. Sie sind von Seeleuten mitgebracht worden. Die meisten stammen aus England. Das waren sogenannte Kaminhunde. Und Seeleute haben die als Souvenirs für ihre Frauen mitgebracht. Worum geht es in der Erzählung Udo? Udo spielt in einer kleinen Siedlung, die man sich so vorstellen muss, wie hier an den Feldern gelegen, also so ein paar Häuschen, die mitten im Grün gelegen sind. Und dort wohnt die alleinerziehende Mutter mit ihren zwei kleinen Töchtern. Und eine dieser Töchter ist die Ich-Erzählerin dieser Erzählung. Also wir erleben die Erzählung aus ihren Augen. In dieser Siedlung, im Nachbargebäude des Häuschens, in dem die Mutter mit den beiden Töchtern wohnt, gibt es einen Betrieb, ein sogenanntes Lohnunternehmen, und das beschäftigt Männer, die sogenannte Fuhrarbeiten erledigen, und die kehren regelmäßig bei der Mutter ein und aus. Und daraus lese ich jetzt einen kleinen Auszug. Manchmal kamen die Arbeiter zu meiner Mutter zum Tee, Vespern nannten sie das. Sie saßen bei meiner Mutter in der Küche auf der gepolsterten Bank und machten Witze über die Hundepaare aus Porzellan, die meine Mutter dort im Regal stehen hatte. Manche hatten goldene Schnauzen, andere Blumen auf ihren Ohren. Früher, zu Seefahrerzeiten, sollen die Frauen der Matrosen Hundepaare in ihre Fenster gestellt haben. War der Mann zu Hause, drehte die Frau einen Hund um, sodass er mit dem Rücken zum Fenster stand. War der Mann auf dem Meer, guckten beide Hunde wieder nach draußen. Manche Frauen, die Porzellanhunde hatten, galten damals als sündig, aber für meine Mutter spielte diese Geschichte keine Rolle. Ihre Hunde standen nicht im Fenster, sondern zwischen Tassen und Vasen an der Wand, und die Männer kamen, wann sie kommen konnten. Meine Mutter servierte ihnen Tee und Leberwurstbrote, und während sie kauten, warfen sie meiner Mutter leuchtende Blicke zu, die sie ebenso leuchtend erwiderte, während ich beschämt den Kopf senkte, und manchmal, wenn Bodde da war oder Kraus, schickte mich meine Mutter zum Schulaufgabenmachen aus der Küche. Soweit der Einstieg der Erzählung. Wir haben nun neben der alleinerziehenden Mutter, den zwei Mädchen und den Arbeitern noch eine weitere Figur, Udo, die Titelfigur dieser Erzählung. Und Udo ist ein ganz besonderer Junge. Ich möchte ihn euch kurz in einer Textpassage vorstellen. Am Nachmittag des letzten Schultags fuhr meine Mutter mit meiner Schwester und mir in den Supermarkt. Wir kauften Lebensmittel für die Woche und zur Feier des Tages Sprudel und Schokolade. Als wir zurückkamen und meine Mutter den Wagen in der Garage abstellte, erschien plötzlich Udo und sah, wie wir die Einkäufe aus dem Auto luden. Eilig trat er näher und beugte sich über die Taschen und Tüten. Im Gegensatz zu anderen machte Udo keinen Hehl daraus, dass er neugierig war. Wenn Leute miteinander sprachen und er gerade des Weges kam, begann er im Kreis, um sie herumzulaufen und hörte zu. Manchmal fragte er sogar dazwischen. Udo schob die Griffe unserer Einkaufstaschen auseinander, um besser hineinschauen zu können. »Was habt ihr da?«, wollte er von uns wissen, und es hörte sich so an, als sagte er, »Was hab ich da?« Meine Schwester und ich glucksten. »Hört auf«, sagte meine Mutter. Sie fragte ihn nach seinem Zeugnis. Udo, der auch um uns im Kreis herumgelaufen war, stockte und stürzte davon.
Meine Schwester kicherte und meine Mutter nahm die Tüten auf. Kaum hatten wir im Haus die ersten Einkäufe ausgepackt, riss jemand die Küchentür auf. Udo wedelte mit einem bedruckten Blatt Papier. »Mein Zeugnis«, rief er und hielt es meiner Mutter unter die Nase. Sie nahm es entgegen. »Nur eine einzige 5«, lobte sie. »Letztes Mal waren es noch 3.« Udo grinste. »Was krieg ich jetzt?« Meine Mutter lachte und nahm aus der Schublade, die bei uns als Süßigkeiten-Schublade galt, eine Tafel Schokolade, ausgerechnet die Traubennuss, die ich so gern aß. »Nicht die«, protestierte ich. »Es ist doch genug da«, beschwichtigte meine Mutter und meine Schwester krähte, »von meiner gebe ich dir nichts.« Ich streckte erst ihr und dann, als meine Mutter sich nach den Einkäufen bückte, Udo die Zunge heraus. Ja, soweit erstmal die Hauptfigur Udo. Bei Udo geht es nun folgendermaßen weiter. Er hat jetzt sozusagen seinen Schulabschluss in der Tasche und soll ins Berufsleben starten, was sich nicht so ganz einfach gestaltet. In der Nähe unserer Siedlung lagen Getreidefelder. Stundenlang bahnte ich mir Wege durch den Halmenwald und ließ die Getreidespitzen durch die Hände gleiten. Die Gerste stand kurz vor der Ernte und ich trug einen Strauß Ähren nach Hause. In der Küche saß der Chef bei meiner Mutter, also der Chef des Lohnunternehmens. »Wohin nur mit dem Jungen?« Der Chef hielt mit der einen Hand die Tischkante, mit der anderen rieb er sich die Stirn. Vor ihm stand eine halb ausgetrunkene Tasse Tee. Er wolle ihn noch nicht bei sich selbst im Betrieb unterbringen, sagte der Chef. Lieber wäre es ihm, Udo machte irgendwo eine Lehre, wie andere Söhne auch. Ich setzte mich neben meine Mutter und sah auf ihren Oberarm rechts von mir. Sie hatte rundliche Oberarme, leicht gebräunt von den Sonnenstunden auf der Terrasse und trug ein Trägerkleid mit einem herzförmigen Ausschnitt, in den der Chef ab und an schielte. Anders als bei Bodde und Kraus nahm meine Mutter seine Blicke ungerührt zur Kenntnis. Sie lehnte sich zurück. »Bring ihn gut unter«, sagte sie, und ich roch ihren Duft, ein blumiges Parfum. Der Chef lachte auf. »Was heißt gut? Ich werde keine Wahl haben und beim Erstbesten einschlagen.« Meine Mutter hob die Augenbrauen und sagte nichts. Der Chef trank den Tee aus. Als er die Küche verließ, drehte er sich noch einmal um. »Kapierst du denn meine Lage nicht?« Meine Mutter kehrte ihm den Rücken zu und räumte den Tisch ab. Ein paar Tage später erzählte meine Mutter beim Abendbrot, dass der Chef den Landmaschinenhändler 3 Dörfer weiter angerufen hatte, dass er gefragt hatte, ob er nicht Udo bei ihm unterbringen könne. Der Landmaschinenhändler hatte eine Nacht drüber geschlafen und dann Ja gesagt. Weil der Chef dem Landmaschinenhändler ein paar Mal ein Bier im Krug spendiert hatte und weil der Landmaschinenhändler den Chef schätzte. »So soll das gewesen sein«, sagte meine Mutter, und am nächsten Abend, als ich gerade wieder aus dem Gerstenfeld trat, erblickte ich Udo, wie er mit dem Fahrrad nach seinem ersten Arbeitstag heimkam. Er hatte ein rotes Gesicht und fuhr nach vorne gebeugt, den Rücken krumm. Ich rief ihm etwas zu, doch er reagierte nicht, sah nur auf das Stück Straße vor sich. Am nächsten Abend war es genau das Gleiche. Udo fuhr mit rotem Gesicht und krummem Rücken. »Hey, Udo«, rief ich. Udo starrte vor sich hin. Am dritten Abend sah sein Gesicht verzerrt aus. Ich lief nach Hause. Meine Mutter stand in der Küche vor einem großen blechernen Topf, der auf dem Herd brodelte. Aus einem Schlauch floss blutroter Saft. Meine Mutter füllte eine Kanne und goss mir ein Glas ein, Johannisbeersaft. »Und?«, fragte sie, als ich einen Schluck genommen hatte. »Mir war der Saft zu sauer.« »Ich glaube, der Landmaschinenhändler hat Udo rausgeschmissen«, sagte ich. Ja, das heißt also, dass Udo seinen Ausbildungsplatz verloren hat und nun doch im elterlichen Betrieb anfängt, im väterlichen Betrieb, zum Leidwesen der Arbeiter, die ihn nicht dabei haben wollen. Für sie ist er einfach nur ein Sonderling, ein dummer Junge, der nicht kräftig genug mit anpacken kann. Die Mutter des Mädchens, der Ich-Erzählerin, übernimmt immer wieder Partei für Udo, doch allmählich beginnt sich dann die Lage zuzuspitzen und droht zu eskalieren. Ich möchte euch jetzt noch gerne einen kleinen Ausschnitt vorlesen, der die Atmosphäre dieser Zeit im Generellen sehr schön widerspiegelt, das Landleben in den 70er Jahren, also in der Zeit, in der auch die Geschichte spielt.
Durch die Gardinen unseres Kinderzimmerfensters drangen Lichtstrahlen die Lampen der Trecker und Maschinen, die bis spät in die Nacht im Einsatz waren. Ernte hieß, dass es für die Arbeiter keinen Feierabend mehr gab und wir, die in der Siedlung wohnten, wachten auf von den Geräuschen der Dieselmotoren. Ich stand auf, stellte mich ans Fenster und spähte hinaus. Ich sah niemanden. Ich sah nie jemanden, weil das Nachbarhaus zwischen dem Lohnbetrieb und unserem Haus stand. Aber ich stellte mir die Arbeiter in ihren Blaumännern vor, wie sie auf den Platz fuhren und an ihren Treckern Wagen hinter sich herzogen, die bis oben hin beladen waren mit Strohballen. Manchen Landwirten kaufte der Chef Stroh ab, um es selbst weiterzuverkaufen. Er lagerte die Ballen in einer Scheune, die hinter seinem Wohnhaus stand. Manchmal luden die Arbeiter das Stroh noch nachts ab. Ich mochte diese Sommernächte, die nicht schwarz waren und still, sondern in denen es Lichter gab und Geräusche und Leute, die sich bewegten. Ich legte mich wieder ins Bett und schlief ein. Vielen Dank fürs Zuhören.